Die 2227 Zuschauer im Stadion am Berliner Platz sahen zu Beginn zurückhaltende Joker. Die Gäste aus Heilbronn setzten sich in der gegnerischen Hälfte fest. Trotz spielerischer Überlegenheit brachten sie aber den Puck nicht im Kaufbeurer Netz unter. Nach etwa 10 Minuten kamen die Kaufbeurer Joker zunehmend besser ins Spiel. Allerdings gelang auch ihnen kein Treffer. Immerhin, solche Schlagschüsse machten Hoffnung auf mehr. Nach einem insgesamt schwachen ersten Durchgang stand es 0:0. Im zweiten Drittel waren die Heilbronner Falken weiterhin leicht überlegen. In der 23. Minute setzten sie sich in der gegnerischen Hälfte fest. Ein Rückpass brachte Patrick Baum in Schussposition. Den Nachschuss verwandelte Michael Hackert. 1:0 für die Falken. Das war zu diesem Zeitpunkt durchaus verdient. Torschütze Hackert steht im richtigen Moment am richtigen Ort völlig frei. Doch die Joker gingen jetzt ihrerseits in die Offensive. Es entwickelte sich ein schnelles Hin und Her. Nur 3 Minuten nach dem Gegentor belagerten die Kaufbeurer den gegnerischen Kasten. Überlegt spielte Marco Tätin in den Pass und Alexander Thiel verwandelte per Schlagschuss. Erleichterung bei den Jokern. Der Pass kommt präzise und dann ist der Weg frei für den Schuss von Thiel. Die Partie war damit wieder offen. Es passierte aber nicht mehr viel. Mit dem 1:1 Unentschieden ging es in die Pause. Die Anspannung war greifbar. Das letzte Drittel sollte die Entscheidung bringen. Und es brachte erneut Kaufbeurer Joker im Rückwärtsgang. Aggressive Falken suchten mit Nachdruck ihre Chancen und fanden sie. Plötzlich war ganz viel Platz frei und Michael Hackert konnte den Schlussmann der Joker in Ruhe verladen, die Führung für die Gäste. Das riesige Loch in der Kaufbeurer Defensive bestrafen die Falken gnadenlos. Nur 1 Minute darauf setzten die Falken ihren Höhenflug fort. Hackert fand hier zwar keinen Anspielpartner, aber der Gegner schaffte es nicht, den Puck zu sichern. Ein ruhiger Spielaufbau folgte. Dann war die Lücke da für den Schlagschuss. Den Abpraller schoss Marcel Kurt ins Netz. Frust bei Goalie Stefan Feiß. Bei solcher Defensivarbeit kann auch er nichts mehr retten. Der Gegner steht richtig, da ist nichts zu machen. Die Joker warfen jetzt alles nach vorne, nahmen den Goalie vom Eis. Das Risiko wurde sogleich bestraft. Sacha Blank setzte den Gegenschuss mit einem Empty-Net-Goal. Die Falken bejubelten die Entscheidung. Für Kaufbeuren war es der bittere Tiefpunkt einer Playdown-Runde, die ihnen nach furiosem Beginn aus den Händen geglitten ist. Das 1:4 war dann auch der Endstand. Die Heilbronner Falken feierten ausgelassen den sicheren Klassenerhalt. Doch des einen Freud ist des anderen Leid. Für die frustrierten Kaufbeurer geht es jetzt in den Abstiegskampf. Heilbronn hat es uns die ganze Zeit ziemlich schwierig gemacht jetzt. Wir hatten die Möglichkeiten, auch im letzten Spiel in Heilbronn, aber wir haben es nicht geschafft. Heute war die Situation so, dass wir durch individuelle Fehler und dumme Strafzeit das Spiel verloren haben. Aber das ist halt so, wenn man einen kleinen Kader hat und heute einen verletzten Spieler, einen Führungsverteidiger, wenn der natürlich ausfällt, das können wir schwer kompensieren. Das hat man gesehen im Überzahlspiel. Ich bin der glückliche Trainer jetzt in diesem Abend. Aber ich sage Uli vielen Dank für dieses volles Respekt, was der Uli wirklich aus dieser Mannschaft in kürzester Zeit kreiert hat. Und ich wünsche von ganzem Herzen, dass der Kaufbeuren in der nächsten Serie, in den nächsten Runden diese Klassenerhalt schaffen und in der Liga bleiben. Ich bin hier angetreten, um nicht abzusteigen. Ich habe eine neue Chance, oder wir haben eine neue Chance jetzt in der Abstiegsrunde und die werden wir nutzen und werden gut vorbereitet in die Runde am Freitag nach Kassel fahren. Mit dieser Zuversicht muss der Trainer jetzt seine Mannschaft wieder aufmuntern. Im Best of Seven mit 3:0 vorzulegen und dann doch zu verlieren, darüber müssen die Joker vor dem Abstiegskampf erst einmal hinwegkommen.